Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Heute für den 4.8.2021. Ja, und heute ist was passiert. Und zwar war ich heute das erste Mal über den 9.000 Euro. Hier das erste Mal geknackt. Wann war es? Gegen 10 Uhr. Dann ist es eigentlich relativ schnell auch wieder abgesunken. Hier sieht man es auf 8.908 Euro. Dann aber nochmal so richtig gestiegen bis 17.10 Uhr circa, ein Höchstwert von, ja, was waren es, 9.048 Euro gewesen, 142 Euro im Plus, 1,6%, dann wieder gesunken und jetzt gerade so ungefähr bei 0,79%, was natürlich auch nicht schlecht ist, 70 Euro plus ungefähr, mega, mega cool. Gucken wir uns aber mal zunächst die beliebtesten Aktien hier bei Trade Republic an. Oder wir können auch einmal kurz auf AMC schauen. Die sind heute gegen Nachmittag dann nochmal stärker gesunken. 7,82% heute auf den gesamten Tag betrachtet. 2,22 Euro. Ja, mal gucken einfach, wie es hier weitergeht. Der letzte Monat sah ja eher weniger gut aus. Also wir sehen es, vor einem Monat stand die Aktie noch bei einem Wert von 44 Euro. Jetzt nur noch 20 Euro weniger ungefähr. Mal gucken, bin ich wirklich ja, sehr gespannt. Was gibt es sonst noch so hier unter den beliebtesten Aktien? Eigentlich die üblichen Verdächtigen wie gestern auch schon. Amazon, ein kleines Plus gemacht. Dann Apple, ist auch nicht wirklich was passiert. Tesla zeige ich euch gleich, Microsoft 0,21% und zu guter Letzt Alphabet, auch ein kleines Plus, aber auch nicht wirklich was passiert. Wir können auch mal kurz gucken, was hier sonst noch so drin ist. Alibaba beispielsweise, die sind heute wieder ja, gegen Nachmittag, gegen 15.30 Uhr gut angestiegen. Nvidia auch 2%, gute 2%, PayPal 0,92%, ja, alles ja, ganz normal gewesen. Realty Income fast bei 60 Euro, die hatte ich ja auch letztes Jahr lange Zeit, habe sie dann aber verkauft und habe jetzt andere monatliche Dividendenzahler, wie ihr ja wisst. Und genau, einige hatten auch gesagt, ich soll mir mal Prospect Capital angucken. Die zahlen auch monatlich eine Dividende von 5 Cent, hier sieht man es, und kosten 6,75 Euro. Ja, in der letzten Woche ist jetzt nicht wirklich was passiert, der letzte Monat ein kleines Minus, aber im Jahr dafür 60% plus gemacht und die Aktie ist ja auch relativ günstig mit 6,75 Euro. Wie ihr seht oben hier an den Dingen, habe ich es auf jeden Fall in meiner Watchlist und werde einfach mal schauen, wie sich das so ergibt. Ja, jetzt kommen wir mal zu meinem Depot. Und wenn ich hier auf Tagesverlauf relativ gehe, dann sehen wir, dass ja eigentlich der größte Teil im Plus ist. Hauptsächlich heute BioNTech, unfassbar. Aber gucken wir uns gleich nochmal an. Schauen wir zunächst auf Tesla. Ja, Tesla, ein Plus von 0,54% gemacht, 3,30 Euro, waren hier auch schon mal bei über 610 Euro. Letztlich bin ich hier ungefähr 6% noch im Plus, 100 ja, oder 200 Euro. Ja, ist natürlich gut. Ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht, wie gesagt, jetzt noch eine Aktie verkaufe und dann mir von dem Geld etwas anderes wiederhole. Kann ich noch nicht genau sagen, werde ich dann einfach mal schauen. Mein Buy-in jetzt hier ist ja bei 567,55 Euro. Und ja, gucken wir einfach mal, wie sich das so ergibt. Main Street Capital, ein kleines Plus, insgesamt hier noch 2,22% im Minus. AGNC Investment, ja, in letzter Zeit läuft es hier nicht so pralle. Also der Monat ging eigentlich auch nur nach unten. 9% hier im Minus, aber die einzige Hoffnung oder das einzig Positive ist ja hier, dass es ein monatlicher Dividendenzahler ist und es hier 10 Cent gibt. Ja, mal gucken, wie es so weitergeht. Das letzte Jahr sieht man ganz gut, war die Aktie teilweise schon bei 15 Euro noch was, ist dann aber jetzt wieder stärker gesunken. Mal gucken, ob sie da in nächster Zeit wieder hinkommen wird.
British American Tobacco, wirklich rein gar nichts passiert. 0%, dementsprechend hier auch noch immer noch 10 Euro minus. Xcela Technologies, ja, die sind tatsächlich sehr gut gestiegen. 2,94 Euro, also bis auf 2,94 Euro hoch. Dann aber gegen Abend hin wieder stärker gesunken. Bei 2,54 Euro stehen sie jetzt, 10% minus gemacht. Nichtsdestotrotz bin ich hier noch mit 8%, fast 9%, ja, im Plus. Selling, 1,8% plus gemacht, 1 Euro, waren hier auch schon über 60 Euro, also fing auch echt gut an. Ja, jetzt hier fast 60% im Plus, 220 Euro mit 10 Aktien, ist wirklich echt extrem gut und freut mich, dass ich die Aktie gekauft habe. Dann das Highlight, sage ich mal, des Tages, BioNTech, heute, alleine heute 19,25% plus gemacht oder 57 Euro. Es ist ja wirklich krass. Also ich dachte, ich hatte, glaube ich, als sie bei 320 oder so standen, mal reingeguckt. Und dann dachte ich mir schon so, was geht denn jetzt ab? Also warum steigt die Aktie so? Gibt es da irgendwelche Nachrichten oder was ist passiert? Und ich weiß nicht, gibt es hier die Nachrichten? Ja, hier sieht man es auch. Es gibt auf jeden Fall täglich neue Nachrichten zu dem Impfstoff etc. Und ja, eine besondere Nachricht gibt es nicht. Ich meine, ich habe irgendwas gelesen, dass sie einen weiteren mRNA-Impfstoff entwickeln wollen, aber das ist jetzt eher auch nicht eine Nachricht unbedingt, dass die Aktie so abheben lässt. Also wir sehen, dass wir beim höchsten Wert überhaupt heute waren. 357,80 Euro. Und wer weiß, vielleicht bis zum Börsenschluss wird es noch höher oder wird sie noch mehr steigen. In der Woche alleine ein Plus von 35%, im Monat 90%, muss man sich mal vorstellen. Und im Jahr hier 411%, also wirklich extrem. Ja, bin hier mit einer einzigen Aktie 83% im Plus, 162 Euro. Und ich möchte hier ja auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das zum jetzigen Zeitpunkt natürlich eine gute Idee wäre. Ich denke, ich warte nochmal ein bisschen ab. Wer weiß, also vielleicht erholen sie sich nicht mehr und steigen noch weiter. Keine Ahnung, kann man nicht wissen, aber freut mich natürlich extrem fürs Unternehmen. Just Eat Takeaway, heute ein kleines Minus und insgesamt hier auch 3,72% im Minus. Facebook auch zum Nachmittag hin sehr gut gestiegen, insgesamt 3% oder 8,80 Euro. Und hier bin ich 13% im Plus. Ja, Walt Disney, nicht wirklich was passiert, immer noch 5% hier im Minus. Dann Etsy ist auch eigentlich super gestiegen hier, bis auf 172 oder 73 Euro sogar hoch. 8% wären das, jetzt gerade 6% im Plus, ist auch extrem gut. Heute ist ja auch Earnings Call hier bei Etsy und ja, insgesamt hier über 11% im Plus, mit einer Aktie auch. Dann Zalando, auch super, hier 7 Euro im Plus. Visa, über die 200 Euro wiedergekommen und hier auch über 4% im Plus. Und Novo Nordisk ist jetzt auch zum Nachmittag hin super gestiegen, über 80 Euro. Und hier ja, bin ich 4 Euro oder 10% auch im Plus, was mich natürlich extrem freut und kann auch gerne so weitergehen. Der Monat sah hier ja auch extrem gut aus. Ja, aber mit BioNTech hat mich natürlich am meisten gefreut. Mal schauen, wo die Reise noch so hingeht diese Woche. Gucken wir uns doch auch mal jetzt meine Wochenansicht an. Da bin ich jetzt nämlich 5,54% im Plus, 470 Euro. Im Monat 593 Euro, 7%. Im Jahr aber immer noch 2,78% im Minus oder 255 Euro und maximal 316 noch im Minus, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Kann gerne so weitergehen. Mal gucken.
Ja, und das war es auch schon mit meinem Depot-Update für heute, für den 4. August 2021. Falls ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid, dann würde ich mich extrem freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir natürlich in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Das würde mich natürlich auch interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis dann. Ciao.